Das Überraschungsmodell 2022 von der Firma Märklin ist der Albatros. Die Artikelnummer von Märklin ist 39498 und von Trix 25498. Das stahlblaue Farbkleid sowie das rote Triebwerk mit der Pufferpole sind nachgebildet, wie auch das weiße Dach. Wie die Baureihe 498.104 als Museumslokomotive in Bratislava steht. Wir packen jetzt die Lokomotive mal aus. Hier an der Seite haben wir wieder die Unterlagen, wie zum Beispiel die Anleitung, die Spielewelt-Anleitung und die Garantieurkunde. Wenn man die Lokomotive jetzt noch weiter auspackt, also Klarsichtschieber wegklickt und die Seiten ebenso beiseite legen, dann sehen wir hier drei Zurüstbeutel. Der erste Zurüstbeutel ist eine Kupplung, die wir dann nachrüsten könnten bei der Lokomotive. Der zweite Zurüstbeutel sind Bremsschläuche, die wir ebenso nachrüsten können. Der dritte Zurüstbeutel ist für den Tender vorgesehen. Hier ist unter anderem eine Schraubenkupplung und ein Druckbehälter enthalten. Des Weiteren haben wir noch eine Pimpette für das Dampföl beigelegt. Nun können wir die Blisterpackung öffnen. Einfach nach oben wegnehmen und dann können wir ebenso den Filz sowie die Folie einfach auch zur Seite legen und die Lokomotive rausnehmen. Das Modell der Baureihe 498 ist weitestgehend aus Metall gefertigt und ist mit verschiedenen filigranen Details und Leitungen versehen. Des Weiteren ist auch zwischen Kessel und Triebwerk der Rahmen durchbrochen. Der Lok-Tender-Abstand ist einstellbar. Wenn die Lokomotive und der Tender etwas zusammengeschoben werden, dann ist die Vitrinenstellung eingestellt. Für den Anlagenbetrieb ist die normale Lok-Tender-Stellung einzustellen. Das Modell verfügt über einen Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse. Alle vier Treibachsen sind mittels Kuppelstange angetrieben. Bei zwei Treibrädern sind Haftreifen mit verbaut für eine bessere Zugkraft. Der befahrbare Mindestradius der Lokomotive ist R2. Das bedeutet 437,5 mm. Die Pufferhöhe der Lokomotive bei der Lok sowie beim Tender ist nach NEM. Die Tenderkupplung ist mit einer Kinematik und einem NEM-Schacht ausgestattet. Die Länge über Puffer beträgt 29,3 cm sowie hat sie ein Gewicht von ca. 740 Gramm. Das Modell ist mit einem Sounddecoder der dritten Generation ausgestattet. Das Modell versteht MFX sowie MFX Plus, DCC und Märklin Motorola. Insgesamt hat der Albatros 29 Funktionen. Wenn das Spitzensignal eingeschaltet wird, dann ist auch bei dem dritten Spitzensignal die Beleuchtung der Nummernschilds angeschaltet. Einer der Highlights der Lokomotive ist der serienmäßig eingebaute gepulste Rauchgenerator,
der digital schaltbar ist. Digital schaltbar ist unter anderem der Feuerschein in der Brennkammer sowie die Führerstandsbeleuchtung. Weitere Funktionen sind natürlich ebenso abrufbar, die wir jetzt nicht einzeln aufgeführt haben.